Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und heute habe ich mich dazu entschieden, mal wieder natürlich kurz vorher aufzunehmen. Ich habe mir erhofft, dass es diese Woche anders laufen wird, nachdem es zunächst erstmal gut aussah. Allerdings wusste ich schon wieder so halb, dass ich rückfällig werde und wahrscheinlich dieses Video wieder eine Stunde bevor es hochgeladen werden muss, erst aufnehme. Also es passiert immer wieder, aber egal, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe heute erstmal gestreamt, damit ich wenigstens etwas für das Video vorweisen kann, sonst hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so lange gebraucht, bis ich wieder mich dazu entscheide aufzunehmen. Aber ich wollte eben endlich mal wieder was erreichen und vor allem auch etwas, womit wir uns in der letzten Zeit nicht so beschäftigt haben. Und da dachte ich mir, komm, machst du mal dieses Becken ordentlich, nachdem mich das schon ziemlich lange gestört hat. Vor allem, dass diese Umrahmung hier einfach einen nach innen geht, das ist so unnötig. Und dann hier das auch so unausgebaut einfach da dran geklatscht ist. Da könnte ich nämlich viel lieber mir nochmal so eine Chicken Farm hinbasteln. Da hätten wir vielleicht sogar für drei oder weiß ich nicht, da können ja dann übelst viele nebeneinander noch. Auch hier, wenn der Shop schon losgeht, parallel, weißt du, dass man das alles mal nutzt, diese komplette Fläche. Natürlich, hier haben wir jetzt den Teich als Begrenzung. Ich weiß noch nicht, ob der da auch genau aufhören wird in Zukunft, denn es kann sein, dass ich hier nochmal aufschütte und das Ganze durchaus sich nach hinten verlagert. Naja, jedenfalls war es erstmal eine ganz schön nervige Aufgabe, den Hai von da vorne nach hier hinten zu buxieren. Also es hat jetzt bestimmt eine Viertelstunde gedauert, dass ich hier alles freischlage. Weißt du, da musste ja schon einiges an Platz einberechnet werden, so breit wie er nun mal ist. Und ansonsten natürlich auch mit Wasser alles aufgeschüttet, wenigstens, dass etwas von oben runterläuft, sodass der mir nicht noch erstickt oder so. Je nachdem, wie das programmiertechnisch gemacht ist. Ich weiß nicht, ob die Haie dann direkt hier sterben würden, wenn die mit Luft in Berührung kommen. Aber ich wollte es nicht drauf anlegen und das austesten, weswegen ich dann doch lieber die Sicherheit nach oben gestellt habe. Und jetzt da hinten habe ich erstmal auch dafür gesorgt, dass wirklich von unten bis oben alles mit Wasser gefüllt ist und nicht irgendwo fließende Blöcke dazwischen sind. Natürlich kann es sein, dass aus Versehen sowas passiert ist, aber ich habe es echt versucht zu vermeiden. Und ich hoffe mal, dass er sich hier auch wohlfühlt. Der schwimmt ja immer random in der Ecke und bleibt dann da gefühlt kleben, oder man denkt auch manchmal, der lebt gar nicht. Erst wenn man ihn bewegt und anschubst, dann sieht man, dass er auch noch von alleine hin und her schwimmen kann, aber sonst hier denkst du ja doch, hey, was ist mit dem eigentlich los, wenn er da stundenlang so rumliegt und philosophiert oder was auch immer er tut, keine Ahnung. Aber gut, ich bin ja schon mal froh, dass er mich nicht angreift oder ähnliches. Ich weiß auch gar nicht, ob man ihn zähmen kann oder wie das nochmal funktioniert. Da müsste ich bei Rize vorbeischauen, wie er das gemacht hat. Bei seinem Sharknado. Aber ja, da war ich ja neulich und da ist mir erstmal auch nichts weiter aufgefallen. Beziehungsweise lebt er überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Ich hatte den doch mal gesehen, aber irgendwas war auch mal, dass dem ein ähnliches Schicksal ereilt hat wie Blitz oder wie der hieß. Nee, Bass. Genau deswegen bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und warte mal, was haben wir hier eigentlich an komischer Umrandung? Genau, das muss doch nur auf diese Weise gemacht werden, damit wir hier nicht unnötig viele Slabs reinstecken. Aber warte mal, jetzt brauchen wir hier selbstverständlich weitere Dinger oder welche von denen. Ich guck mal, ob ich die dabei habe. Ja, tatsächlich haben wir auch noch die Slabs, jedoch diese ebenso. Ich würde sagen, dass wir die nochmal weiter untermischen. Zum Beispiel hier kann direkt mal einer hin. Und eventuell auch nochmal da. Da hat man zwar hier etwas mehr von den Teilen auf einem Haufen, aber es kann ja durchaus auch unterschiedlich verteilt sein und nicht jedes Mal so gleichmäßig komplett. Da sieht es wenigstens ein bisschen nach Variation aus und mir gefällt es schon mal deutlich besser, wenn hier nichts ist, was direkt so nach Natur aussieht, denn es passt an die Stelle einfach nicht. Besonders wenn wir hier noch solche Anlagen haben etc. Das werde ich vielleicht auch nochmal weiter einbauen, dass das sich schöner anpasst an die Umgebung bzw. irgendwo eingeschlossen ist. Und also hier sind immer noch 10 Stück nur drin. Ich hatte jetzt schon gehofft, dass ich es mal hinbekommen habe, hier mehr rauszukriegen. Denn es ist so, ich habe vorhin hier geguckt und rumprobiert und musste feststellen, dass da gar nicht mehr viele Hühner drin sind. Dann bin ich erstmal rein im Spectator, dann wieder in Survival und habe mal die ganzen Eier, die ich noch übrig hatte in meinem Lager, dort reingeworfen. Allerdings sind dann immer die Babyhühner direkt gestorben oder auch erwachsene Hühner. Warum auch immer, den Max Entity Cramming habe ich ja auf 24 gestellt. Der ist also nicht irgendwie niedriger, dass die sozusagen direkt sterben, wenn diese Anzahl überschritten ist. Hätte ja sein können, dass der warum auch immer auf zum Beispiel nur 3 gestanden hätte. Allerdings war das nicht der Fall, weswegen ich schon verwundert war.
warum mir die ganze Zeit die Hühner sterben. Jedenfalls habe ich mich dann dazu entschieden, erwachsene Hühner zu nutzen. Also bin ich im Game Mode dann auch mal hingegangen und habe mir Spawn-Eier gegönnt entsprechend. Denn ich habe ja die ganze Zeit vorher die Hühner verloren und wollte jetzt nicht umsonst hier alles gemacht haben. Beziehungsweise man muss halt erstmal gucken, woran es jetzt überhaupt liegt. Ob es sich in der Zukunft verbessert durch diese vermehrten Hühner und die quasi ordentlich viele Eier legen, sodass der Verlust vorne nicht mehr so groß wird, denn meistens war es ja so, dass zu wenig junge Hühner nachgekommen sind und die, die dort waren, eben schon gestorben sind, bevor sie auswuchsen und somit kein Fleisch gedroppt haben. Das war die ganze Zeit ärgerlich. Ich hoffe, dass es sich verbessert. Vorhin hatten wir wenigstens einmal den Fall, dass wieder eins normal gewachsen ist und hier gedroppt hat auch ordentlich. Aber das muss ja noch nicht heißen, dass es jetzt regelmäßig so sein wird. Vor allem brauchen wir definitiv noch mehr von diesen Legebatterien. Ich habe jetzt auch schon mal in Vorbereitung dessen dafür gesorgt, dass wir hier hinten mehr Hühner haben. Die werde ich auch nochmal vermehren, denn ich denke, das ist ein zentrales Element, dass wir auch regelmäßig an der Stelle dafür sorgen, mehr Hühner zu besitzen und ich hier auch Leute mitnehmen kann. Das heißt, da nutze ich dann mal Seeds und führe einen bestimmten Anteil des Bestandes darüber. Da haben wir direkt mal ein paar neue Ausgangssituationen für unsere weiteren Boxen. Oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen will. Naja, jedenfalls habe ich wieder kein Gras dabei. Das ist natürlich schon mal ekelhaft, wenn ich das hier unten sehe, aber egal. Ich habe zum Glück immer schnell eine Behutsamkeitsschaufel dabei, weswegen ich hier das schnell auch austauschen kann, so, und dann beackern. Ist halt immer blöd, dass das nicht wie heute gestaltet ist, dass man die Erde direkt beackern kann mit der Schaufel, aber egal, das wird schon nicht uns einen Zacken aus der Krone brechen. Und jetzt baue ich endlich den Rest hier noch zu, damit wir das Kapitel endlich als abgeschlossen betrachten können und ich jetzt auch mal nicht mehr diesen Dorn im Auge habe die ganze Zeit, denn die Stelle hat mich schon echt lange gestört und jedes Mal wusste ich auch nicht, wenn ich daran gedacht habe, das weiterzubauen, wie ich das anstellen soll, ob die da drüben hinkommen müssen oder hier unten, ne? Aber am Hang ist halt auch blöd, da muss ich generell nochmal gucken, was sich dafür eignet, eventuell ein paar mehr Bäume. Genauso wie auf diese Seite, denn was will man hier sonst hinstellen? Das ist echt nicht so easy und so hätten wir auch noch ein bisschen Belebung für die Stadt. Im Prinzip können wir damit auch direkt mal anfangen. Oh, warte mal, ich darf jetzt aber auch nicht sterben gleichzeitig. Da frage ich mich übrigens auch noch, was wir mit den Rotten Eggs bitteschön anstellen sollen. Ich meine, die sind sowas von überflüssig aktuell, da habe ich gar keinen Anwendungszweck. Na gut, aber ich würde jetzt erstmal ein paar von den Saplings hier platzieren und gleichzeitig auch diese Treppe abreißen mit der Axt, die ich mir neulich gecraftet habe, bevor ich jetzt die ganze Zeit auf diese alte Diamantaxt zurückgreife, die eh kurz vorm Zerbrechen steht. Da habe ich Angst, dass die sowieso bald auseinanderfällt. Ich hoffe aber, dass sich das nochmal vermeiden lässt, damit ich die eventuell zum Reparieren oder irgendwas benutzen kann, keine Ahnung. Vielleicht kann man auch noch was damit verzaubern und die dann kombinieren, je nachdem. Jetzt würde ich aber erstmal hier vorne den Baum wahrscheinlich wegreißen, by the way. Denn der wird uns nicht unbedingt weit bringen. Die stehen doch eher im Weg. Und dann musste ich wieder schneiden. Ich weiß nicht mehr, wo ich aufgehört habe zu reden, beziehungsweise was ich sagen wollte. Ich war ja da hinten stehen geblieben und musste was erklären hier, was den Hang angeht, aber ich denke, mit dem, was ich gesagt habe, war schon klar ungefähr, was ich meine. Und ja, ich muss feststellen, dass ich mich jetzt definitiv sehr beeilen muss, um die Folge rechtzeitig fertig zu kriegen. Deswegen kann ich mir nicht erlauben, jetzt noch ewig rumzurennen und zu überlegen, erstmal bevor ich hier anfange weiterzureden, sondern ich muss einfach drauf losmoderieren und drauf hoffen, dass was einigermaßen Sinnvolles dabei rauskommt. Naja, jedenfalls würde ich mir schon mal eine Position suchen fürs Thumbnail, das brauche ich definitiv. Man muss ja von dem da hinten nicht allzu viel sehen. Hauptsache, das hier kommt zur Geltung, was da unter Wasser stattfindet. Und ja, komm, ich muss mich jetzt entscheiden, dann machen wir mal Schluss. Allerdings nicht nur mit der Aktion, sondern auch langsam endlich mit der Folge. Ich muss mal gucken, wie ich das hier anstelle langfristig mit diesen Saplings, denn die wachsen ja immer ungern an Hängen direkt. Da ist natürlich ein bisschen guter Rat teuer. Vor allem bei den Birkensetzlingen, die haben sich ja dann nochmal schwieriger, was solche Sachen angeht. Aber warte mal, jetzt hier vielleicht noch was hin, das wird schon dann klappen.
Und da eventuell, obwohl mir das schon zu weit langsam hier vorne hingeht. Ach so, und das muss auch weg. Denn ich wollte ja hier noch einen parallelen Weg hinbauen, dass man besser zu diesen Feldern kommt und auch das nochmal ausgebaut wird am Ende, sodass die Farmen hier schon etwas mehr Präsenz und Gewicht bekommen. Das wäre definitiv eine Bereicherung. Da haben wir wenigstens nochmal eine Gegend mit mehr Funktionen und können generell auch anfangen, diese ganze Fläche hier besser zu nutzen. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie sich das noch entwickelt. Jetzt würde ich aber endlich wirklich beenden. Danke fürs Zusehen, bis später und ciao.